Neben den gesetzlichen und gesellschaftlichen Herausforderungen haben wir im Ackerbau noch ganz andere Aufgaben zu lösen. Seien diese bedingt durch Klimawandel, Resistenzen, Reduzierung oder Wegfall von chemischen Substanzen und Wirkstoffen oder anderen Einflussfaktoren. Doch bei all diesen Lösungsansätzen muss die Rentabilität unserer landwirtschaftlichen Betriebe ganz oben auf der Agenda stehen. Wir als Saphir Maschinenbau haben nun ein neues System zum Nacherntemanagement entwickelt, welches auch durch eine Patenterteilung vom Patentamt als technischer Fortschritt anerkannt und gewürdigt wurde. Der Grindstar wurde für die ganzflächige ultraflache Stoppelbearbeitung im Nacherntemanagement konzipiert. Die gleichmäßig flache Bearbeitung wird durch die parallelogrammgeführte, federbelastete Aufhängung der 75 cm breiten Rotoren, den einzigartigen Messerwerkzeugen und dem speziell entwickelten Druckentlastungssystem im Rotor erzielt. Erst dadurch wird eine wesentlich verbesserte Höhenführung und Bodenanpassung in der Stoppelbearbeitung gegenüber heutigen Konzepten erreicht. Die Drehrichtung der vorderen Rotoren ist entgegengesetzt zur Drehrichtung der hinteren Rotoren. Durch diese Anordnung und den spiegelsymmetrischen Aufbau der Rotoren ergibt sich ein ganzflächiges Arbeitsbild. Die neu entwickelten Werkzeuge sind an Rotoren auf zwei Reihen angeordnet, die ausschließlich durch die Vorfahrtsgeschwindigkeit angetrieben werden. Diese Neuentwicklung arbeitet schneller, 12 bis 18 km pro Stunde, und senkt dabei den Kraftstoffverbrauch deutlich durch den geringeren Zugkraftbedarf von nur 20 PS je Meter Arbeitsbreite. Das System Grindstar ist ein besonders leichtzügiges Gerät, welches bei geringen Verfahrenskosten organische Masse abschneidet und Ausfallgetreide, Ausfallraps und Unkrautsamen zum Keimen anregt, ohne dabei Samen zu vergraben. Das reduziert den Herbizidaufwand und beugt Resistenzen vor. Ich habe den Grinder damals, heute heißt er ja Grindstar, aber da hieß er noch Grinder, auch auf Maisstoppeln ausprobiert. Und die wir bisher mit einer Mulchkombination halt bearbeitet, mit entsprechendem Dieselverbrauch und Zeitaufwand. Und jetzt war das so mit dem neuen Gerät, das war der reinste Wahnsinn. Also mit 17, 18, 19 Kilometern übers Land und hinter mir flogen die Stoppeln auseinander, wurden zerfasert. Die Grundidee ist eigentlich, ein Konzept zu entwickeln, mit dem man vor allen Dingen auch Stroh konditionieren kann. Das heißt, das Stroh etwas zerkleinern kann, gleichzeitig aber auf etwa 1 bis 2 cm Eingriffstiefe in den Boden eine ganzflächige Bearbeitung durchführt. Das heißt, das Ziel ist, dass zum Beispiel eine Weizenstoppel nicht mitsamt des Wurzelballens aus der Erde herausgezogen wird, sondern wirklich knapp unterhalb der Bodenoberfläche ein Schnitt erfolgt und die Weizenstoppel auf der Oberfläche abgelegt wird. Wir haben ein breites Anwendungsspektrum, wo wir sagen, wir können den Boden mit minimalem Eingriff vorbereiten auf die Saat und eben den Boden gleichzeitig noch mit Material bedecken. Und da sehe ich im Vergleich zu den Techniken, die wir bisher haben, durchaus einen Vorteil in solchen Verfahren, um eben dann tendenziell auch den Boden wieder zu bedecken und auch diese immergrünen Verfahren mit viel Zwischenfruchtanbau und einer hohen Diversität sicherzustellen.